50 bis 60 Gespräche am Tag und ständig die gleichen Sätze. Worum geht's? Schicken Sie was Schriftliches zu. Muss nochmal abstimmen. Er ist gerade nicht im Haus. Wir melden uns dann. Oder im schlimmsten Fall legt derjenige auf. Die haben einfach keine Lust auf dich. Endstation, Chefsekretärin. Ja? Wenn du Produkte oder Dienstleistungen am Telefon verkaufst, dann kennst du genau die Situation. Und warum für die meisten bei der Sekretärin Schluss ist und welche 5 Dinge die meisten auch falsch tun und die du niemals tun darfst, das verrate ich dir in diesem Video. Außerdem zeige ich dir die Lösung, wie dir der Liebling aller Sekretärinnen wirst. Wenn du es also ernst meinst, dann schau dir das ganze Video an, damit du langfristig deiner Konkurrenz voraus bist und nicht falsch abschreibst. In 25 Jahren oder vor 25 Jahren, als ich meine ersten Kaltakquise-Telefonate geführt habe, da ging mir das nämlich genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Im ersten Monat habe ich sage und schreibe 600 Mal Nein gehört, bevor ich meinen ersten Abschluss machen konnte. Deswegen weiß ich exakt, wie frustrierend das sein kann. Und wenn bei dir auch zu oft Endstation bei der Sekretärin ist, dann bist du vermutlich noch auf der Suche nach der Lösung, hast dir vielleicht auch bei YouTube schon andere Videos angeschaut und vielleicht hast du auch den einen oder anderen Tipp nachgemacht, aber hat trotzdem nicht funktioniert. Und der Grund ist, dass es dir die meisten, ist leider die Wahrheit, schlicht und ergreifend falsch zeigen. Selbst dann, wenn sie so Live-Telefonate führen, dann machen andere noch, die zeichnen sogar den Kunden noch auf mit Namen und allem drum und dran. Allein das schon zeigt schon, dass das Amateure sind, dass sie wirklich nichts wissen, was sie da tun, denn das ist alles illegal. Also wenn du das toll findest, was sie da machen, Live-Telefonate, fremde Menschen aufzeichnen, dann schalte bitte hier dieses Video ab. Das ist dann nichts für dich, denn ich verrate dir die Lösung, mit der du langfristig und sofort Erfolg haben wirst. Aber zuerst mal 2 Fakten. Erstens, und das muss dir ganz klar sein, die Person, die ans Telefon geht, die du anrufst, die ist darauf trainiert, dich abzuwimmeln. Das ist ihr Hauptjob. Die Guten wissen, was sie sagen müssen, um dich loszuwerden, denn sie sind der Filter zwischen Dreck und Edelstein. Die entscheidet, was ist relevant für ihren Chef und was nicht. Zweitens, jeder Entscheider, jeder Chef will grundsätzlich mit dir sprechen, denn ansonsten könnten Chefs ja ihr Telefon abmelden. Aber nur dann, wenn du anders bist als alle anderen und wenn du zeigst, dass du relevant bist. Wenn du das nicht bist, sag tschüss, schicken Sie was Schriftliches, ist nicht da, kann gerade nicht, was weiß ich, du kennst die Aussagen. Dein Produkt oder deine Dienstleistung, die kann nämlich noch so gut sein, wenn das niemand interessiert, dann bist du irgendwann pleite oder musst zurück in einen anderen Job, der dir keinen Spaß macht. Du musst es also schnell ändern. Lass uns jetzt also mal drüber sprechen, warum bei 95% aller Verkäuferinnen und Verkäufer bereits das allererste Wort, das sie am Telefon sagen, über Erfolg oder Niederlage entscheidet. Ich mache mal so eine typische Begrüßung vor. Und wenn du den Ansprechpartner kennst, dann kannst du das so machen. Wenn du ihn nicht kennst, dann ist es so ähnlich. Prüfe doch bitte einmal, ob du die Begrüßung genauso machst, wie ich sie dir jetzt vormache, okay? Schönen guten Tag, Bote mein Name. Ich möchte gern mit Max Löwe sprechen. Ist er im Haus? Konntest du dich in dieser Begrüßung wiederfinden? Dann pass gut auf, denn sie ist komplett falsch und beinhaltet 5 Fehler. So ein kurzes Ding, 5 Fehler, die dazu führen, dass du abgewimmelt wirst. Ich hatte ja gerade gesagt, das erste Wort ist schon meistens der Auslöser, warum Leute kein Interesse an dir haben. Und zwar schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Nur Verkäufer und Verkäuferinnen nutzen diese Floskel. Wenn du schönen guten Tag sagst, enttarnst du dich sofort. Dein Gegenüber weiß, dass du was verkaufen willst. Entweder legt der Kunde sofort auf oder bleibt zwar dran, sagt aber, dass die Person nicht im Haus ist, dass du eine E-Mail schicken sollst oder sie fragt dich, um was es geht. Und wenn du darauf keine perfekte Antwort hast, bist du ausgefiltert. Tschüss. So, zweitens, die Nennung deines Namens ist Fehler Nummer 2, weil die Reihenfolge nicht stimmt. Wenn du sagst, schönen guten Tag, Müller mein Name, dann kann sich das Gehirn deines Gesprächspartners nicht darauf vorbereiten, dass du gleich den Namen sagen wirst. Die Reihenfolge ist also komplett falsch. Das Ergebnis, dein Kunde versteht deinen Namen nicht, vor allem wenn das nicht Müller ist, sondern irgendwas Komplizierteres und fragt nach, wer sind Sie, was wollen Sie? Das ist eine Störung in der Anfangsphase, in den ersten Sekunden, dein Kunde hat direkt keine Lust mehr und dreimal darfst du raten, du bist raus. Drittens, nennst du Vor- und Nachnamen deines Gesprächspartners, ja, ich möchte Max Löwe sprechen, zeigst du damit, dass du ihn nicht kennst und ihr noch nie Kontakt miteinander hattet. Das bedeutet, du wirst vermutlich aufgefordert, zunächst eine E-Mail zu schicken, dein Angebot zu senden und dass man dann auf dich zukommen wird, was natürlich nie passiert, das weißt du natürlich auch.
Fehler Nummer 4, du nennst den Grund deines Anrufs nicht präventiv. Der Person am anderen Ende, da bleibt gar keine andere Wahl, als nach dem Grund zu fragen, warum du anrufst. Denn die erste Frage, die der Entscheider seiner Sekretärin fragt, ist, um was geht's denn? Kann sie nicht antworten, dann taugt die nichts, da wird die irgendwann selber ausgetauscht. Vielleicht trefft ihr euch dann gemeinsam, wenn ihr beide ausgefiltert worden seid und heult auf dem Kaffee zusammen. Fehler Nummer 5, du fragst, ob der Ansprechpartner im Haus ist. Hat die Sekretärin keine Lust auf dich, dann braucht sie ja nur zu sagen, nö, der ist gerade nicht da, ich weiß nicht, wann der wieder da ist, schicken Sie wieder was Schriftliches, du ahnst es, du bist raus. Wie du siehst, ist dein Gespräch noch nicht mal 2 Minuten lang und schon zu Ende. Und wenn du 50 bis 60 Gespräche am Tag führst, dieser Art und immer wieder ausgefiltert wirst, dann ist das Resultat Frust. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Du hast es tatsächlich trotz der falschen Begrüßung geschafft, den Entscheider zu sprechen. Manchmal geht so ein Chef ja auch selbst dran, wenn das ein kleines Unternehmen ist. Du hast also die erste Hürde gemeistert, doch dann machst du folgenden Fehler. Schön, dass ich Sie direkt erreiche, Herr Löwe. Ich will Sie gar nicht lang stören. Es geht um Folgendes. So. Wieder, schön, dass ich Sie erreiche, Floskel, nur Verkäuferinnen und Verkäufer sagen das. Auch hier bist du sofort enttarnt, adios, ein weiterer Strich auf dem Zettel. Und wenn du noch zusätzlich sagst, ich will Sie gar nicht lang stören, manchmal auch haben Sie kurz Zeit, oder ich hoffe, ich störe nicht, jetzt mal ganz ehrlich, wer macht denn sowas? Nur Amateure. Denn wenn ich irgendwo anrufe, dann geht jemand ans Telefon, dann gehe ich davon aus, dass die Person Zeit hat, weil sie sonst nicht ans Telefon gegangen wäre, oder? Wenn du also irgendwo anrufst, dann geh davon aus, dass die Person Zeit hat und frag nicht, ob du störst. Weil wenn du das fragst, dann darfst du dreimal raten, was du tust. Ganz genau, du störst, weil du das der Person ins Gehirn gesetzt hast. Ist doch ganz logisch. Also frag niemals nach, ob du störst, sondern sag direkt, was du willst. Ja, du weißt jetzt, was du niemals tun solltest. Lass uns jetzt mal drüber sprechen, wie es richtig geht und wie du vielleicht gar keine Kaltakquise mehr machen musst. Wenn du den Ansprechpartner kennst, ja, dann kannst du das auf 2 Arten machen. Erstens, ich mache mal die Sekretärin nach. Firma Max Müller, Sie sprechen mit Annika Schneider. Was kann ich für Sie tun? Da sagst du, hallo Frau Schneider, mein Name ist Bothe von Uwe Bothe Training und Consulting. Es geht um die automatisierte Neukundenakquise für Q4. Mir fielen bei der Ansicht Ihrer Website noch ein paar verkaufstaktische Dinge auf, die ich gern besprechen wollte. Darf ich darüber mit Ihnen sprechen oder macht Herr Löwe das persönlich? Das macht der persönliche, verbinde Sie. So, warum ist das so? Was ist bei dieser Begrüßung anders? Erstens, natürlich, sie ist souverän, sie ist mit Elan, sie ist freundlich, alles andere wäre an der Stelle wirklich dumm. Statt schönen guten Tag habe ich ein Hallo gesagt, das reicht wirklich vollkommen aus, das wirkt vertrauter, familiärer. Als drittes, die richtige Reihenfolge eingehalten und mein Name ist, das heißt, das Gehirn kann sich vorbereiten, jetzt kommt der Name. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das hört sich jetzt vielleicht klein an, aber es ist extrem wichtig. Wenn du den Namen von der Sekretärin, die rangeht, nicht verstanden hast, dann frag gerne nochmal nach. Sag aber dann bitte niemals, wie war ihr Name, sondern wie ist er ihr Name. Die Person, die lebt ja noch. Das ist ein Klassiker in der Kommunikation. Machen unfassbar viele Leute falsch. Viertens, 4 Finger, den Anrufgrund immer präventiv nennen. Der wird sowieso abgefragt. Also sag direkt, was du willst. Fünftens, den Anrufgrund, du hast das gerade gesehen oder gehört, ich habe das extra ein bisschen komplizierter gemacht, so dass sie versteht, um was es geht, aber einsieht, dass das besser ist, wenn sie verbindet, ja, weil sie nicht entscheiden kann. Und sechstens, ganz, ganz wichtig, Betroffene beteiligen. Auch wenn klar ist, dass deine Sekretärin oder die Person, die dran geht, das nicht entscheiden darf, dann gib ihr zumindest das Gefühl, dass sie es kann, denn das ist ganz, ganz wichtig. Warum ist das so? Weil du dich dann von den anderen unterscheidest. Mach dir klar, dass jeder, der anruft, direkt mit dem Chef sprechen will. Alle anderen grenzen die Sekretärin sofort aus. Machst du das nicht und beziehst die Person mit ein, dann wirst du in jedem Fall schon mal mehr gemocht als alle anderen, die sie ausgrenzen. Ganz einfach Psychologie ist das ja. Wenn du die Sekretärin auf deiner Seite haben willst, ja, dann kannst du sogar fragen, was sie im Unternehmen gerne verbessern würde. Also wenn das irgendwie zur Sprache kommen sollte oder wenn du die Möglichkeit hast, dann frag das nach. So bekommst du wichtige Infos, die du später für dein Verkaufsgespräch verwenden kannst. Dein Lead wird langsam warm. So, jetzt hast du die erste Hürde gemeistert. Glückwunsch, ja, du bist an der Sekretärin nicht nur vorbei, sondern ihr seid so Arm in Arm oder Hand in Hand ins Chefbüro gelaufen, bildlich. Jetzt geht dein Verkaufsgespräch aber ja erst richtig los.
Und wenn du jetzt deine Umsätze verdoppeln oder verdreifachen willst und Tipps dazu brauchst, wie das schnell geht, dann habe ich was für dich. Denn meine Partner führen mit meinem System Secrets of Sale über 2,5 Millionen Kundengespräche, schreiben über 600.000 Neukunden, machen über 500 Millionen Euro Umsatz und das jedes Jahr. Und du kannst es jetzt so einfach wie noch nie ebenfalls tun. Besuche meine Website, werd Coachtisch Member. Du erfährst dann nicht nur, wie man noch besser verkauft und kommuniziert, sondern bekommst auch meine geheimen Tipps, wie man sein erlerntes Wissen im Turbogang umsetzt und die Mitbewerber, die man hat, im Rückspiegel langsam verschwinden. Also komm vorbei, mach dich zum Kundenliebling, zum Sekretärinnenliebling. Den Link schreibe ich in die Beschreibung unten rein. Bis gleich, dein Uwe.